Ich sag euch eins, dieser Film wird alles verändern. Bleibt unbedingt dran. Am 16. September kommt der Film The Game Changers ins Kino. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ein ganz, ganz wichtiger Film. Da sitzt Arnold Schwarzenegger da und sagt, dass Fleisch nicht notwendig ist, um Top-Performance zu bieten im Profisport. Das ist der absolute Hammer. Ich zeige euch jetzt gleich den Trailer. Ich habe die Erlaubnis vom Verleih. Richtig, richtig toll. Dieses Video wird übrigens präsentiert von der BKK Provita, der vegan- und vegetarierfreundlichen Krankenkasse. Guckt mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr mehr Informationen. Und wir gucken uns den Trailer jetzt mal zusammen an. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years. Then, I got injured. Unable to teach for at least 6 months, I spent more than 1,000 hours studying science on recovery and nutrition and stumbled across a study about the Roman gladiators. The gladiators were predominantly vegetarian. How could the original professional fighters be so powerful, eating only plants? When I made the switch to a plant-based diet, I qualified for my third Olympic team. I broke 2 American records. I was like, man, I should have done this a long while ago. When I went plant-based, I wasn't sure if I was gonna survive. And I actually became like a machine. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. Sometimes you have to do things that you know your competitors aren't doing. Today's blood and yesterday's blood. Sam. I think this is going to wake a lot of people up. I was recovering better, not getting as sore. This was our best season in the last 15 years, and we had 14 guys on plant-based diets. We all want to feel great, have more energy. Cholesterol was 276. Today, 169. Whoa, now you're talking. Most guys my age can keep up with the grandchildren. My grandchildren can't keep up with me. It's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete. Another one for reversing heart disease, reversing diabetes. It's the same for all of them. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Geil, oder? Ich habe überall Gänsehaut. Es ist der absolute Wahnsinn, ja? Und in dem Film kommt der Patrick Baboumian vor, ein deutscher Strongman. Und der hat auch gerade ein Buch rausgebracht, das habe ich vor ein paar Tagen zugeschickt bekommen vom Verlag. Da schauen wir mal ganz kurz rein als kleinen Tipp, wenn ihr den auch so cool findet. Vegan ganz anders. Eine Anleitung zum Groß- und Starkwerden von Patrick Baboumian und Katie Stetsny. Keine Ahnung, ob man sie so ausspricht. Ich hoffe, bin ich böse, falls du das hier siehst. Ja. Ein sehr schönes Buch, ja, so ein bisschen Eigenregie anscheinend produziert, mit der Geschichte von ihm, wie er halt zum Strongman wurde. Er ist ja einer der stärksten Menschen der Welt, wenn nicht sogar der stärkste, glaube ich. Und er ernährt sich nur pflanzlich, hat hier ganz tolle Rezepte drin. Ich glaube, er kommt aus Armenien. Ich konnte es noch nicht wirklich lesen, aber richtig praktikable Rezepte drin und schöne Nachtische noch. Und ja, schaut euch das mal an. Ich habe euch das auch mal unten verlinkt. In der Videobeschreibung, und wenn ihr euch für eine tolle veganfreundliche Krankenkasse interessiert, dann schaut auch mal unten in der Videobeschreibung und informiert euch mal über die BKK Pro Vita. Viel Spaß! Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Geht unbedingt in den Film. Ja, unten in der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal eine Liste von Kinos, die wir am 16.09. auch bringen. Der läuft also weltweit am 16.09. an. Ausgewählte Kinos bringen den an dem Tag. Geht da mal hin, besorgt euch Karten im Vorfeld oder sprecht euer Kino vor Ort mal an. Link ist unten, und ja, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, Glöckchen aktivieren, und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.